Schon im April diesen Jahres gab es zum Thema Windräder in Schönfels eine Bürgeranhörung. Viele fühlten sich damals vor vollendete Tatsachen gestellt, teilweise kochten die Emotionen hoch. Die Planer des Vorhabens haben sich deshalb entschlossen, in verschiedenen Veranstaltungen ihre Argumente vorzustellen, damit sich alle Beteiligten in Ruhe damit vertraut machen können. Um einmal die klassische Literatur zu zitieren, Windräder bauen oder nicht bauen, das ist hier die Frage. Für die einen sind die Windkraftanlagen ein unverzichtbarer Teil der erneuerbaren Energien, für die anderen sind es Landmarken, die oft genug den Blick auf historische Gebäude verstellen. Pro und Contra müssen hier gut gegeneinander abgewogen werden. Dazu müssen natürlich erst einmal alle Informationen auf den Tisch, wie es denn überhaupt zur Standortwahl gekommen ist. Mit Großveranstaltungen, so die Erfahrungen der Projektverantwortlichen, ist das selten gut zu schaffen. Ja, die erste Veranstaltung, die es gab, die war von vielen Tumulten begleitet. Es war nicht richtig vorbereitet. Und der Vorhabenträger hat mich jetzt beauftragt, dass wir eine strukturierte Informationsveranstaltung machen, wo Bürger wirklich alles erfahren können, was das Projekt Windräder hier in Schönfels betrifft. Und das haben wir hier viele Stände aufgebaut, sodass wirklich alle Fragen gestellt werden können. Und was heute nicht geklärt wird, kann auch später geklärt werden. Und ich denke, es ist ein Anspruch in einem demokratischen Gemeinwesen, dass Bürger über alles informiert werden, was in ihrem Gemeinwesen passiert. Und gegebenenfalls, wenn es die Rahmenbedingungen hergeben, dass sie auch mitgestalten können. Nun sagt man ja, Information ist alles in so einem Prozess. Gibt es denn schon Baupläne zum Auslegen? Nein, die gibt es noch nicht. Also der Genehmigungsantrag ist noch nicht mal eingereicht. Also der Genehmigungsantrag für den Windpark wird noch in diesem Jahr eingereicht. Und dann muss man sehen, was dabei herauskommt. Das kann ja das ganze Jahr 25 im schlechten Fall bis 2026 dauern. Dann wäre regulär geplant, den Windpark zu bauen. Und ich denke, dazwischen werden noch viele Kommunikationsprozesse stattfinden. Von Vorteil dafür ist schon einmal, dass hier regionale Planer eingesetzt werden. Diese sind relativ schnell greifbar, kennen die Mentalität der Menschen und kennen die Gegend. Natürlich können auch sie nicht einfach drauf losplanen. Hier müssen immer Kompromisse gefunden werden. Ja, also da gibt es zum einen die gesetzliche Grundlage, dass 2% der Landesfläche der Windenergie zur Verfügung gestellt werden müssen bis Ende 2027. Das können wir uns alle nicht herausfinden, das ist eine Bundesvorgabe. Und es kommt zum anderen die Vorgabe aus der sächsischen Bauordnung, dass wir einen Mindestabstand zur Wohnbebauung von 1000 Meter einhalten müssen. Und wenn man die 1000 Meter Kulisse um Ortschaften herum zeichnet, bleibt halt oft so ein Bereich in den Wäldern übrig, der bislang noch nicht für Windenergie genutzt wurde. Jetzt aber, weil man diese 2% erreichen muss und es sonst nicht schafft, für die windenergetische Nutzung freigegeben wurde, seit Anfang des Jahres, ist das beplanbar sozusagen. Also es ist ja noch lange nicht genehmigt. Wir befinden uns am Anfang des Planungs- oder am Anfang des Genehmigungsprozesses. Ja, und die beiden Grundstückseigentümer sind auf mich zugekommen und wollten ihre Fläche nicht an einen großen überregionalen oder gar internationalen Projektentwickler verpachten und dann zusehen, wie der seine Planung darauf macht, sondern wollten selber mit am Ball sein, wollten selber mit aktiv sein, um sich da auch mit einzubringen in den Entwicklungsprozess. Und wir haben hier auch ganz viel Optimierung versucht umzusetzen, haben es auch oft hingekriegt. Man sieht also, wenn man die Karte reinschaut, dass alle Standorte an vorhandenen Waldwegen gelegen sind. Alle in Waldbereichen, die sowieso in den nächsten Jahren schwierig werden von der Forstwirtschaft. Also wir haben versucht Bereiche mit Laubwald, die wirklich eine Zukunft noch haben, zu meiden und dort reinzugehen, wo die Bäume sowieso in den nächsten wenigen Jahren wahrscheinlich gefällt werden müssen. Ja, und das sind alles Optimierungsprozesse, die kann man halt machen, wenn man ganz eng Projektentwickler und Grundstückseigentümer zusammenarbeitet. Das wird eher schwierig, wenn das ein großer Überregionaler ist, der das dann von der Ferne her entwickelt. Die Bürgerinitiative Keine Windräder in Schönfels hält mit Argumenten dagegen, die man auch nicht einfach vom Tisch wischen kann. Dabei erkennt man hier auch den Vorteil regionaler Planer für den Entscheidungsprozess. Für die Mitglieder gibt es aber nicht nur die wirtschaftlichen Aspekte.
Dagegen sind verschiedene Argumente. Das ist der große Eingriff natürlich in ins bestehende Waldgebiet, Schönfelser Wald, die Bodenversiegelung, bestehende Hochwassergefahr. Natürlich auch entsprechend die Beeinträchtigung der Sichtachse zur Burg entsprechend. Und natürlich kompletter Eingriff in diese Natur, Infraschall, Abrieb von den Windkraftanlagen. Also es gibt eine diverse Anzahl von verschiedenen Faktoren, die wir hier als sehr negativ sehen. Nun ist es heute eine Informationsveranstaltung, es ist ja noch nicht mal der Genehmigungsantrag eingereicht. Mit welchen Argumenten gehen Sie hier an die Betreiber? Das sind ja eigentlich lokale Betreiber. Es sind lokale Betreiber. Wir haben denen auch angeboten, weil oft so in Raum gestellt wurde, ja, der Wald wäre schon vorgeschädigt und wäre in den nächsten Jahren sowieso zum Sterben verurteilt, sage ich jetzt mal. Mir gesagt, wir würden auch ein Angebot formulieren, den kompletten Wald den abzukaufen als Baukonservativ, eine Waldgenossenschaft zu gründen. Also man könnte das auch auf diese Art und Weise regeln. Na, als Kompromissangebot. Na, ist schon mehrfach formuliert worden, bisher ausgeschlagen worden. Wir hoffen, dass es da vielleicht noch eine Lösung gibt. Auch die Industrie- und Handelskammer Chemnitz war vor Ort. Hier sind natürlich die wirtschaftlichen Aspekte vorrangig. Für einen Industriestandort wie Sachsen ist es halt gar nicht so einfach, zur Klimaneutralität beizutragen. Gerade im Bereich Südwestsachsen ist ein überproportionaler Anteil der Unternehmen Industrieunternehmen. Der große Teil der Wertschöpfung in der Region kommt aus der Industrie. Das bedeutet natürlich eine Vielzahl energieintensiver Unternehmen. Die stehen jetzt bis 2045 vor der Herausforderung, klimaneutral werden zu müssen, brauchen also im Endeffekt jede Kilowattstunde grün erzeugten Strom, das am besten regional erzeugt, mit kurzen Wegen. Und welche Stellung räumen Sie dem Wind ein in diesem ganzen Portfolio? Das wird ein Baustein sein dessen, was man braucht, um Industrieenergiebedarfe decken zu können. Das wird häufig thematisiert als das alleinige Heilmittel und dann wird angegriffen, weil es das eben nicht ist. Kann es auch gar nicht sein. Das ist eine Komponente, aber die brauchen wir eben, um insgesamt eine sichere Energieversorgung zustande zu bekommen. Es ist wie bei vielen Bauvorhaben, die in die Landschaft eingreifen. Was am Anfang recht einfach aussieht, entpuppt sich dann als Prozess, in dem viele Argumente pro und contra des geplanten Vorhabens beachtet werden müssen. Denn vor allem in einer Demokratie sind Gesetze nicht alles. Im speziellen Fall ist auch der Blick auf die Burg Schönfels zu beachten, ein historisches, die Landschaft prägendes Bauwerk. Es wird also schon noch ein recht langwieriger Entscheidungsprozess werden. Diese Art der Informationsveranstaltung ist schon mal ein guter Weg, um aufeinander zuzugehen. Ich hatte bis heute nicht die Gelegenheit, mit den zwei potenziellen Antragstellern zu sprechen. Wir haben natürlich dann das Gespräch suchen, wie wir natürlich die ganze Zeit schon gesprächsbereit sind. Ansonsten vom Ablauf der Veranstaltung habe ich es jetzt nicht anders erwartet, dass es sich hier in ordentlichen Raum bewegt. Und wie es bisher auch bei allen anderen Veranstaltungen übrigens auch der Fall war. Und ansonsten werden wir jetzt sehen, was wir hier an Informationen, an neuen Informationen erhalten. Wir werden uns natürlich als Bürgerinitiative dann in den nächsten Tagen da beratend im kleineren Kreise zusammensetzen, um weitere Schritte abzuwägen bzw. schauen, welche Möglichkeiten es da entsprechend gibt, jetzt gegen das Projekt auch mit rechtlichen Maßnahmen vorzugehen, anwaltlich uns vertreten zu lassen. Auch wie gesagt, wir werden heute erst den heutigen Tag abwarten, die Informationen hier aufnehmen, bewerten und natürlich auch heute noch die Gespräche hier vor Ort mit den Antragstellern und mit den Planern suchen. Es wird also schon noch ein ganzes Stück dauern, bis die Frage geklärt ist, ob Windräder in Schönfels gebaut werden oder nicht. Auf jeden Fall ist der Austausch der Argumente im Gang und das ist gut so. Die Palette der Themen geht ja noch viel weiter, zum Beispiel Ersatzpflanzungen für gerodeten Wald, Rückbau nach der Betriebsdauer, Artenschutz vor allem im Bereich der Zugvögel und. Der ganze Prozess wird sicher noch recht interessant.